Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es rappelt an den Märkten. Es geht rauf, es geht runter und wir haben richtig schöne Setups hier heute wieder mit auf der Agenda. Wir sehen es im Hintergrund. Britisches Pfund, US-Dollar, auch bekannt als Cable mit Rallye-Potenzial aufs Mehrjahreshoch. Ich habe gestern im Laufe des Tages schon mit Freude beobachtet, was hier passiert und heute haben wir eine wirklich sehr, sehr exponierte Situation im Währungspaar. Deshalb das Ganze heute hier der Main Act. Was wir dazu noch haben, ist Euro, britisches Pfund. Wir schauen heute so ein bisschen auf das Pfund, denn das ist echt richtig interessant, was dort passiert. Australdollar, US-Dollar haben wir ebenfalls noch auf der Uhr. Und dann natürlich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Und weil ich es gerade noch hier aus meiner morgendlichen Vorbereitung auch auf dem Tisch habe, wir schauen nochmal auf den britischen Aktienindex, den FTSE 100, hier das Kürzel ist UK 100. Yep, Leute, das sieht auch richtig, richtig interessant aus dort. Also, ja, es ist herrlich, was wir hier momentan wieder haben. Wunschmärkte natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich sehe es schon über die Chats hier in Facebook und auch auf Zoom, da kommen die guten Morgengrüße rein, das passt, das ist schön. Bevor wir hier in die Details gehen, bitte ich wie immer, den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das und dann kommt der Blick auf die Nachrichten. Und Leute, wir hatten ja in den letzten Tagen einen Euro-US-Dollar, der schon ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wo wir dann auch in einen wichtigen Unterstützungsbereich gelaufen sind. Gestern ging es dann wieder über die Marke von 1,22 und das, ja, das hat ein bisschen was mit den Erwartungen zu tun, die hier auch kommen, denn heute spricht die EZB-Präsidentin Lagarde auf einer Reuters-Konferenz und da erwartet man sich ganz klar und deutlich ein paar Worte dazu, was jetzt die EZB plant, um weiter durch die Krise zu kommen. Also, wie geht man mit den finanziellen Belastungen von Covid-19 für die Wirtschaft in Europa um? Das ist die spannende Frage. Und da wird sich zeigen, was Frau Lagarde hier zu sagen hat. Das ist das Erste, worauf die Märkte warten, was durchaus ordentlich Einfluss auf den Euro haben kann. Ja, und das Zweite, was die Märkte heute erwarten, beziehungsweise worauf sie warten, ist das Thema Bischburg. Das bekommen wir heute Abend um 20 Uhr. Der große Bericht über die US-Wirtschaft. Und auch das ist megamäßig wichtig, denn wie es der Wirtschaft geht, steht in genau diesem Buch. Und dieses Buch nimmt die Fed, um ihre Maßnahmen zu bestimmen. Und das ist so extrem wichtig, das heute Abend um 20 Uhr. Und da schauen wir, weil es so wichtig ist, natürlich am Freitag auch in die Details. Da nehmen wir uns wie immer die Zeit dazu, das zu machen. Weil ich kann es nur immer wieder betonen, das Teil ist wirklich wichtig. Viele private Traderinnen und Trader ignorieren sowas. Das ist ein großer Fehler, weil man natürlich wissen sollte als Traderinnen und Trader, wie es um die Wirtschaft steht, was man alles so erwarten sollte. Weil wenn eine Notenbank auf so einen Bericht schaut, dann ist es meiner Meinung nach sehr, sehr töricht, wenn man als Privater diese Informationen ohne Probleme bekommen kann, sie aber komplett ignoriert. Das macht den großen Unterschied aus zwischen den Erfolgreichen und denen, die es immer mal so ein bisschen nur versuchen wollen. Also schaut rein, am Freitag besprechen wir das Ganze und dann werden wir sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Und das wird auch einen großen Einfluss auf das haben, was an den Märkten passiert. Was bekommen wir heute noch? Die Industrieproduktion aus der Eurozone, die gibt es um 11 Uhr, 14.30 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex aus den USA und um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Gestern die API-Bestände, wieder ordentlicher Rückgang, deutlich mehr als die Analysten das erwartet hatten. Also Öl geht wieder steil nach oben. Von der Seite her ist das sehr, sehr, sehr wichtig hier an dieser Stelle. Das ist der Blick in die Tagesnachrichten und ich iller gerade mal so ein bisschen auf die Chats hier in Zoom, wenn Zeit ist, US-Dollar, Schweizer Franken, ich denke schon, das kriegen wir hin, das Währungspaar direkt auch mit zu beleuchten. So, ich kriege gerade die Information, der Ton ist heute ein bisschen schwach, wartet mal, ich rutsche mal das Mikro ein bisschen ran, das scheint nicht viel zu bringen, Moment, ich mache mal hier den Ton etwas lauter,
Auch das, ja, weiß ich nicht genau. Moment, wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier die Technik bemühen. Kriegen wir gleich hin, dauert nur einen ganz, ganz kurzen Augenblick hier an dieser Stelle. Manchmal ist es echt tricky mit der Technik. Du veränderst als User überhaupt nichts an deinen Daten bzw. an deinen Sachen hier. Und trotz alledem ja, hat man entweder jeden Tag alles gleich oder aber ja, man hat etwas, dass der Ton plötzlich ganz, ganz anders ist. Also das ist manchmal ein bisschen tricky, aber nichtsdestotrotz, wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Kleinen Augenblick, das sind bloß ein paar Klicks hier an dieser Stelle. So, da haben wir das USB-Mikrofon. Die Pegel, ja, die stehen hier mal wieder auf 52, ganz klar, dass das nicht funktionieren kann. So, jetzt habe ich sie mal wieder gezogen auf knapp die 90 und damit sollte das Ganze jetzt auch deutlich besser funktionieren. Ganz, ganz lieben Dank, Miljo, für den Hinweis auf dem Ton. Das bekomme ich natürlich so gar nicht so einfach mit, was da passiert, aber jetzt haben wir es wieder. Toll, danke dafür und damit gehen wir rein in die Märkte. Ich mache wie immer an dieser Stelle auch das Bild wieder so groß, dass man nur die Charts sehen kann. Und ja, wir schauen hier mal kurz auf den UK 100, den britischen Aktienindex. Ich hatte das gesagt, ist nicht der Main Act von heute, aber es ist einfach, Leute, ey, da juckt es mich echt unter den Fingern. Das sind die Sachen, die ich wirklich als Trader liebe, wo ich hinschaue und wo ich einfach nur warte, dass das Umkehrsignal kommt. Und das ist jetzt mal der Stundenchart. Und wenn wir uns den Stundenchart mal ein bisschen kleiner raffen, dann sehen wir hier schön den Aufwärtstrend auf Tagesbasis auch drinnen. Und was hat jetzt an dieser Stelle interessant, das ist der kleine Richtungswechsel hier oben, die Korrektur. Die hat sich angekündigt, also das ist jetzt mal so ein bisschen edukativ an dieser Stelle, dass hier der Korrekturmodus anfängt. Kann. Das muss man natürlich immer auch ein bisschen nach der Lage beurteilen, wo der Markt quasi gerade verortet ist auf Tagesbasis. Aber die wichtigen Dinge, die wir hier sehen, schaut mal, ist das Ganze hier. Das hier unten, dieser Bereich, das war das wichtige Zwischentief an dieser Stelle, also hier unten. Einen ersten Hinweis, dass die Korrektur kommen kann, hatten wir hier mit dem Rutsch nach unten bekommen. Das übrigens ist etwas, das macht mir persönlich als Trader jetzt noch keine großen Sorgen, wenn da nur einmal so ein Rutsch kommt, aber hier schaut man dann als Händler genau hin, sieht diesen Bereich hier oben und sieht, was hier passiert ist. Da ist er nicht drüber gekommen. Das waren die nächsten Hinweise, dass der Markt nicht mehr wirklich stark nach oben gehen möchte, dass er in die Korrektur möglicherweise geht. Also hier der Weg nach oben. Und dann kam es zur Gegentrendentstehung. Also hier, ne? Also dieser Aufwärtstrend hier, der letzte Stück wurde gebrochen, der Bewegungsarm. Dann kam es zur Bildung des Abwärtstrends. Und das sind genau die Dinge hier erstmal im Kleinen, nach dem Mehrfachtop da oben und dann natürlich hier im Großen, dass wir hier jetzt eine Korrektur im Gange haben, die aktuell läuft. Ganz klar, ganz klassisch, ganz sauber. Und jetzt kommt halt die Sache, Thema der Wiedereinstieg in einen Markt. Auch das, wo man immer genau als Händler hinschauen sollte. Und da sage ich auch, bitte habt da immer einen Plan. Ja, so wie wir das gestern beispielsweise im Gold besprochen hatten, wie man so eine Umkehr planen kann und dort die ersten Versuche machen kann, die ersten Gehversuche, hat man das natürlich auch in diesen Indizes zu sehen. Und das ist halt etwas, das kann man sehr, sehr schön immer wieder auf die Uhr mit draufnehmen. Denn wenn wir uns das mal anschauen wollen, schaut mal hier, das war dieser starke, große Rutsch nach unten. Und hier unten in diesem Bereich gab es die Umkehrformation, die dann zu diesem deutlichen starken Anstieg hier oben reingegeben hat. Also hier unten war die erste Formation, hier ging es in der Bewegung nochmal runter, hier hat sich untergeordnet, der Abwärtstrend gebildet, der wurde hier gebrochen. Dann ging es deutlich nach oben und hier an dieser Stelle, ja, hat sich dann der Aufwärtstrend gebildet. Also hier im größeren Bereich dann quasi das mal zu zeigen. Das ist natürlich dann das, was hochinteressant ist. Also hier, das fing im Kleinen an, hier unten, also als der kleine Abwärtstrend hier unten rausgekommen ist, schaut's hier unten, da hatten wir den kleinen Abwärtstrend, das war das kleinste hier unten. Der ist hier umgekehrt worden an dieser Stelle und dann ging es hoch. Und dann kam halt hier erst einmal im Kleinen diese Trendbildung hier. Da gab es aber einige Innenstäbe, das heißt, die, die sauber ziehen, machen einmal, zweimal und hier kam es dann zur Trendentstehung. Und dann ging es halt schön oben rein, Korrektur, hier, kleiner Zacker und dann ab die Luzi, ganz nach oben. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man hier sieht. Und jetzt sind wir wieder in einer korrektiven Phase.
Und diese korrektive Phase läuft sehr, sehr schön in einem Trendkanal. Und das ist der Kanal hier. Und wenn wir jetzt sozusagen, ja, sage ich mal, hier sogar noch vor diesem Kaufbereich hier unten, das Level hier unten, hier, dieser Bereich, dieses Schwungband zwischen 6.600, naja, 35, 40 bis hier oben knapp in die 6.675 rein, das ist mal ein schönes Unterstützungsband. Und wenn der Markt aber gar nicht so tief fällt, hier, Moment, ich mach's mal rein. Das ist der große Aufwärtstrend, das ist der kleinere hier. Dann haben wir halt, wenn ich euch mal die Entry Bars kurz reinmache, ich muss sie kurz anschalten. Na, da sind sie. Schaut mal, wir können bis hier runter korrigieren, ohne den Bewegungsarm auf der Tagesbasis hier kaputt zu machen. Alles gut an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt schon in diesem Bereich die Umkehr nach oben bekommen, dass der Markt jetzt stärker anzeigt, dann haben wir erstmal wieder gute Chancen, die Oberseite zu bedienen. Und das ist ja das, was jetzt für uns interessant ist. Wir brauchen dann aus der Korrektur heraus sozusagen gar nicht hoffen, dass hier oben der nächste wahnsinnige Kursanstieg kommt und Potenzial nach oben ist noch eine Menge da. Und wenn wir auch mal sehen, hier oben dieses Widerstandsband, hier oben um die Marke von 7.000 Punkten, es ist ja ein wichtiges Band. Und wenn wir jetzt aus der Korrektur da oben Anlauf nehmen, das wäre schon echt eine interessante Hausmarke hier mit Blick in den Wochenchart. Und das ist das, was wir in der Stunde sehen können, sollte es jetzt hier unten zu einer Bodenbildung kommen. Ja, Leute, was haben wir dann? Schaut mal, hier oben ist der Deckel drauf momentan und von unten heraus sehen wir steigende Tiefs. Das heißt, damit merken wir, der Markt fängt immer früher an zu kaufen. Und wenn das Teil tatsächlich nach oben wegfliegt, dann haben wir hier tatsächlich die Situation, dass wir hier aus dieser Abwärtssequenz von unten heraus nach oben abbrechen, dieses kleine Zwischenhoch hier oben rausnehmen, also dieses Level hier oben knapp etwas über 6.770 Punkten. Und damit ist der Markt dann frei für den Schub nach oben und da können wir uns dann schön zur Oberseite hoch hin orientieren. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön zu sehen, was wir hier haben. Das wäre dann schön ein Zeichen von Stärke. Ähnliches übrigens auch Thema Stärke, wenn wir gerade mal bei den Indizes an dieser Stelle sind. Ich bin ja ein Freund von vernünftigen Portfoliomischungen und da können wir hier bei Tickmill natürlich auch eine große Menge an Aktienindizes traden und eines dieser Aktien oder einer dieser Aktienindizes ist halt an dieser Stelle hier der australische Aktienindex, der ASX 200. Und da sehen wir auch momentan hier oben schön eine Seitwärtsphase laufen, knapp hier unter diesem wichtigen Level, was wir da haben. Also da ist noch ein bisschen Luft bis 6.870 bis 6.900 ist oben drauf die Luft. Der Deckel, den wir momentan hier oben haben, schaut mal, das ist die Marke um die 6.760. Wenn wir da tatsächlich drüber fliegen, haben wir das Potenzial zur Trendfortsetzung nach oben hin und dann, wir hatten das im letzten Jahr schon beleuchtet, als wir unten rausgekommen sind mit dem 10%igen, knapp 10%igen Potenzial bis zur Chart-Oberseite rein. Da oben haben wir es dann um die 7.200 Punkte. Mega interessant an dieser Stelle. Also das ist fein zu sehen, auch hier mit Blick auf den australischen Aktienmarkt. Und damit gehen wir jetzt mal rein, so ein bisschen in die Währungen. Und da starten wir mal durch hier mit dem Cable. Das heißt hier britisches Pfund, US-Dollar. Und da, yo, haltet euch an dieser Stelle fest. Der Aufwärtstrend ist intakt. Der hat schön korrigiert. Hier habe ich es eingezeichnet an dieser Stelle. Das ist der Aufwärtstrend, den wir da haben. Und hier der Korrekturkanal. Und da ging es gestern deutlich oben drüber und jetzt stehen wir kurz vor dem Hoch hier oben bei 1,3704. Das ist das Zwischenhoch. Geht es dort oben drüber weiter, haben wir wirklich richtig gutes Potenzial zur Oberseite rein. Das möchte ich hier mal ganz kurz auch einzeichnen. Also das heißt hier unten vom Korrekturtief raus an dieser Stelle quasi, wenn wir das mal oben drauf setzen, ja, dann können wir davon ausgehen, Potenzial aus rein technischer Sicht haben wir mal oben rein bis in den Bereich 1,3965. Und wenn wir uns das mal ganz kurz auf der Woche anschauen wollen, wo das ist, da sehen wir halt, da haben wir hier drüben in diesem Bereich halt auch eine Wendeformation, einen Wendebereich und der ist natürlich an dieser Stelle sehr, sehr wichtig zu sehen. Das heißt, was wir hier an diesen Punkten sehen können, ist halt die Tatsache, schaut mal, hier war es relevant, hier war es relevant.
Das ist ein Widerstandsbereich, der ist dann durchaus da und das ist eine Menge Potenzial, die wir hier nach oben haben können. Und dann haben wir natürlich hier oben diese großen Zwischenhochs danach als nächsten Anlaufpunkt. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir hier an dieser Stelle haben und das sollten wir auf der Uhr haben. Und ich möchte, dass wir das hier bei Tickmill auch miteinander besprechen, ja? Dass ihr das traden könnt an dieser Stelle. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen wollen, wie das Ganze ausschaut, dann hat man hier oben natürlich auch immer zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir prallen hier oben ab, ganz klar, dann müssen wir die Chart-Unterseite beleuchten und mit Blick auf den Tageschart an dieser Stelle sehen wir hier natürlich dann ganz klar, wo die entsprechenden Auffangbereiche sind. Und da haben wir hier diesen Schwungbereich, diesen, ja, sag ich mal, Fortsetzungsbereich hier in diesem Level um die 1,3490. Hier, das wäre das große Auffanglevel, das kleine Zwischentief unten um die 1,3450. Und auch hier sehen wir, das ist schon ein Schwungbereich gewesen, der marktrelevant war. Wenn es hier unter das Tagestief von heute geht, ist es so ein kleines bisschen ein Strohfeuer gewesen. Das wäre dann erst einmal Abprall zur Unterseite hin. Und da müssen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten schauen, denn dann sehen wir auch die Anlaufpunkte, die wir unten drunter haben. Das heißt, alleine mal gesehen, wenn wir uns mal den Lower Timeframe anzeigen lassen wollen, hier diese Zacken auch mit rein genommen an dieser Stelle, das ist interessant. Und die Marker, die wir auf der Unterseite zum Anlaufen haben, wären einmal hier und einmal hier ganz grob mit 1 skizziert, also um die 1,35, 03, 04 hier unten dieses Zwischentief, beziehungsweise hier die 1,35, 7,50, das wären mal die ersten Anlaufbereiche. Und hier dann natürlich, als dieser starke Schub nach oben gekommen ist, hier die 1,36, 70, das ist interessant, da sind die Anlauflevel da, was dann kommen kann, beziehungsweise dann auch noch zu sehen aus diesem Trend nach unten. Moment, kleinen Augenblick hier, wenn wir hier den Abwärtstrend uns mal zeigen wollen, das letzte Level, was wir da unten haben, dieses, sage ich mal, Trendbruchlevel hier, diese Marke, das ist natürlich auch interessant von dieser Stelle, also hier das Level, sollte es tatsächlich zu einem Rücksetzer kommen, sieht momentan noch nicht so aus, ne? Wir gehen ja so Stück für Stück auch oben drüber, heißt an dieser Stelle, wenn wir hier den Breakout schaffen, dann haben wir gut die Chance nach oben, ansonsten die Unterseite hier, diesen blau markierten Arm nach oben, der schön die Wände eingeläutet hat, die kam von hier unten aus diesem Bereich, ne? Das ist das, was ich vorhin auch im britischen Aktienindex gezeigt habe, das sind so die Umkehrformationen, die Wendeformationen, die wir da hier haben, und das ist natürlich das Interessante hier, da haben wir es wirklich reinbekommen, den ersten Schub nach oben sozusagen rein, dann die kleine Gegenbewegung und dann hat sich hier untergeordnet natürlich der Trend gebildet und der, ja, der trägt sich jetzt nach oben und hier oben muss man einfach schauen, wie es da entsprechend weitergeht. Das ist der Blick in das Cable und wir machen weiter bei den Währungen Euro, britisches Pfund. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, hier an dieser Stelle. Ja, da sehen wir den Markt natürlich auf der anderen Seite, ganz, ganz unten. Da steht das Pfund an der zweiten Stelle in der Währung. Da sieht das Ganze natürlich komplett umgekehrt aus. Und hier müssen wir uns auch auf ein ganz, ganz anderes Bild auch gefasst machen. Das heißt, ich nehme mal ganz kurz hier die runden Marken raus. Die brauchen wir nicht für die Chartanalyse. Also wenn wir uns das mal kurz rausnehmen wollen, hier sehen wir diesen großen, großen Abgabedruck. Und was wir halt auch sehen ist, dass der Abwärtstrend, der kleine, der hier da ist, ja, der ist intakt. Wir sehen hier oben das Mehrfachtop. Da wollte der Markt definitiv nicht drüber. Was wir noch sehen, ist hier unten einen sehr, sehr großen Unterstützungsbereich an dieser Stelle. Ich mache das mal eben hier in grün. Das ist so der Bereich um die Marke von, Moment, wir ziehen es kurz runter, hier unten das Level knapp um die, wo haben wir, jetzt muss ich mal näher rangehen, knapp 0,887. Das ist das Level hier unten. Und das ist der Weg, der jetzt tatsächlich auch offen ist, ne? Also mit dem Bruch dieser Marke hier, mit dem Fortgang des Abwärtstrends an dieser Stelle hier, schaut mal, ich hoffe, man kann das sehen, wartet, ich versuche das mal ein bisschen dicker zu machen, jawohl, hier, schaut mal, mit dem Fortgang dieses Abwärtstrends, als wir hier unten unter dieses Zwischentief gelaufen sind, hat der Markt jetzt natürlich das Potenzial, weiter nach unten zu sinken, und das ist das, was wir hier sehen, das ist der Bewegungsarm, der letzte Schub hier unten raus, und ja, das Ganze mal zu sehen, wartet mal, zwei Sachen lösche ich hier mal ganz kurz weg, die wir jetzt nicht mehr brauchen, von hier oben, von der Marke von knapp 0,9088 bis unten rein, natürlich ist das jetzt der Bewegungsarm, und wenn wir uns den mal eben in den 4 Stunden anschauen wollen, dann sehen wir das Ganze hier von oben nach unten, schön, wie es trendig nach unten läuft. Jetzt ist das Ganze natürlich in einer sehr, sehr weiten Bewegung, und diejenigen, die das im kurzfristigen traden wollen, wir sehen es hier, das ist der Schub nach unten hin, und wenn der mal korrigiert,
ein Stück nach oben läuft und dann wieder rumdreht, öffnet sich hier das Potenzial zur Unterseite hin. Zum Thema Korrektur, wie weit kann denn eine solche Korrektur laufen? Hier oben haben wir einen Unterstützungsbereich, da kam der Bruch nach unten natürlich im kleineren Bereich, das muss man sehen. Also hier dieses Level ganz grob zu sehen, hier in diesem Bereich, da die Fortsetzung dieses kleinen Abwärtstrends, den wir hier haben. Das wäre mal bei einem deutlichen Rücklauf der erste Anlaufpunkt, also ungefähr hier die Marke von 0,8993 hier nach oben rein. Und dann natürlich vorher noch dieses Level hier, als sich der größere Trend nach unten fortgesetzt hat, also der sozusagen, der jetzt hier in diesem Bereich läuft, das wäre dann hier der Bereich um die 0,8940, das wäre dann die erste Anlaufmarke. Dazu muss es jetzt erstmal kommen, da muss ein Rücksetzer da sein, aber wir sehen es, das Potenzial ist hier sehr, sehr stark zur Unterseite ausgerichtet. Und damit gehen wir zur dritten Währung, die ich heute auf der Agenda hatte, aus meinem Research. US-Dollar, Schweizer Franken schauen wir uns natürlich danach an. Und wer noch den ein oder anderen Wunschmarkt auf der Uhr hat, bitte direkt rein in die Chats, dann kümmere ich mich auch darum noch. So, dann haben wir es hier, Austral-Dollar, US-Dollar. Jetzt muss ich mal ganz schnell suchen, wo wir ihn haben. So, Moment. Nicht, dass ich den gerade hier vorhin gelöscht hatte. Ja, habe ich, natürlich. Ja, das ist wieder mal mein Talent, was ich ja manchmal habe, auf die falschen Knöpfe zu drücken. So, neues Chartfenster, zack, da haben wir es. Rucki zucki rein hier. So, passiver Modus, wir wollen es ja nicht traden, aus Versehen, sondern einfach nur eine Chartanalyse machen. Interessant zu sehen, was hier los ist, momentan an dieser Stelle in diesem Chart, denn wir sind hier verortet in einem Aufwärtstrend, das kann man sehr, sehr schön sehen, auch in den 15 Minuten hier sind wir schön von unten nach oben getrendet, sind jetzt hier entsprechend in die Korrektur reingegangen. Ich gehe mal eben kurz in den Tageschart rein, denn auch hier haben wir gestern gesehen, aus der Korrektur, schaut mal hier, das ist der Aufwärtstrend, den wir hier schön am Laufen haben. Hier einmal im großen Bild und dann hier im kleineren Bilde der aktuelle Arm dieses Trends. Das ist also auch das, was man sehr, sehr schön auf der Woche hier unten erkennen kann, in diesem Fokus. Ne? Hier schön der Markt, wie er auf und ab sich bewegt und trendet. Das ist sehr, sehr interessant. Was halt auch interessant ist, ist hier oben die Verortung in diesem Bereich. Das ist ein leichtes Widerstandsband. Da sind wir rangelaufen, runtergegangen in die Korrektur. Jetzt will der Markt hier wieder hoch und das ist das, was wir sehr, sehr schön auch ansetzen können hier. Ich mache auch hier mal eben ganz kurz noch für diejenigen, die immer mal so ein bisschen Unterstützung brauchen, technischerseits für die Trendanzeige wirklich mal damit auseinandersetzen. Das MTO in Live ist wirklich eine sehr, sehr gute Hilfe, um sowas auch anzuzeigen, mit den Trends zu arbeiten, was die aktuellen Trends sind. Und wenn man das dann einmal in Funktion hat, das macht schon wirklich Sinn und da kann man sich schön die unterschiedlichen Trendgrößen auch anzeigen lassen. Und wenn wir uns jetzt hier das Ganze mal zeigen, das ist der aktuelle Trend, den wir hier am Laufen haben nach oben hin und der hat jetzt halt entsprechend korrigiert oder ist in seiner Korrektur und gestern gab es hier den deutlichen Schub nach oben und das können wir uns mal schön auch anschauen. Hier an dieser Stelle, Moment, hier brauchen wir den Trend, da haben wir ihn drinnen und auch hier mache ich das Ganze mal ganz kurz ein bisschen dicker, dass wir es haben. Also hier, diese letzte Abwärtssequenz wurde definitiv rausgenommen. Wir haben jetzt hier auf der Stundenbasis einen validen Aufwärtstrend auch drinnen. Ich mache das mal ganz kurz raus, um mal zu zeigen, worauf ich hier als Händler genau schaue, was ich mir da anschaue, was für mich da wichtig ist. Und das ist halt einfach ganz klassisch hier diese Umkehrformation, also hier den Aufwärtsweg nach oben, dann die Entstehung des Aufwärtstrends, ja, und in dem Augenblick, wo der Aufwärtstrend auch entstanden ist, wurde hier sozusagen das letzte Stück nach unten rausgenommen und das ist halt auch sehr, sehr wichtig an dieser Stelle hier zu sehen, dass das hier der Trendverlauf nach unten gewesen ist und dieses Level hier in diesem Bereich, also dieses hier, ist rausgenommen worden. Damit haben wir einen validen Aufwärtstrend auch am Laufen und der setzt sich jetzt halt hier schön fort. Und was wir hier jetzt halt haben, ist die korrektive Phase. Und wichtig wäre es jetzt, dass wir hier oben drüber wegfliegen und dann haben wir auch schön die Anlaufpunkte auf der Chart-Oberseite noch zu sehen, nämlich hier die Zwischenhochs aus der korrektiven Phase und das hier das Trendhoch, das ist das, was vor uns liegt, also wer nach uns kauft und das ist wirklich sehr, sehr interessant und
Was wir halt an dieser Stelle auch sehen, ist die Tatsache, kommen wir halt wirklich nach oben in die Puschen oder bricht der Markt in sich zusammen? Und auch das ist schnell zu erkennen, denn sollten wir hier oben nicht über dieses Level kommen und unten drunter fallen, dann haben wir einen Gegentrend und dann sieht es erstmal ein bisschen nach Korrekturphase aus und der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier oben das Ausbruchslevel so ganz grob um die Marke von 0,7740. Das hier unten quasi dieses Level. Da müssen wir nur hinschauen und uns entsprechend wirklich auf die Lauer legen. Das zum Australdollar, US-Dollar und damit gehen wir auf das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Auch der ist jetzt hier noch nicht offen. Das heißt auch hier wieder einfach, Moment, so, Zeichen tun wir weg, Steuerung M. Dann bekommen wir hier die Marktübersicht und dann nehmen wir uns jetzt mal den Währungschart US-Dollar, Schweizer Franken. Den haben wir hier. Neues Chartfenster aufmachen. An dieser Stelle, hier an diesem Punkt. Und da gucken wir uns das Ganze natürlich auch gleich mal noch auf der Tagesbasis an. Das heißt, mal hier die Großwetterlage bestimmen. Und hier sehen wir auch eine sehr, sehr schöne Umkehrformation. Allerdings in diesem Sinne eine etwas andere Umkehrformation, nämlich die zur Unterseite hin. Und weil wir hier in diesem Bereich auch sehr, sehr stark sehen, dass hier lange, lange Zeit keine tieferen Tiefs zu sehen waren und wir brauchen ja auch gerne mal ein paar Ziele noch auf der Chart-Unterseite, gehen wir einfach mal flott in den Wochenchart rein und da sehen wir hier das nächste Anlauf oder der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier unten aus charttechnischer Sicht dieses Zwischentief. Das heißt, wir sehen es hier, ist massig Luft zur Unterseite hin. Hier drüben ist kaum was, was aufhält. Ne? Die Sachen, die hier drüben gewesen sind, sind hier alle nicht relevant. Das heißt, von der Seite her ist es so, dass wir hier unten einen großen, großen Auffangbereich haben. Das ist der Bereich um die 0,8240. Da ist viel, viel Luft nach unten. Von der Seite her ist das gut für die Einschätzung des Potenzials, wenn es jetzt weiter nach unten geht. Und wir sehen es im Tageschart natürlich auch schon sehr, sehr schön. Wir sind in einem Abwärtstrend verortet. Nee, wir wollen Kerzenchart. Und das sehen wir hier an diesem Punkt natürlich schön. Hier oben am Widerstandsbereich komplett abgeprallt. Das heißt, hier oben schaut man, das ist der Widerstand aus diesem Schub nach unten. Hier haben wir jetzt in diesem Level ein Mehrfach-Top hier oben, also in diesem Bereich grob um die Marke von 0,8920 hat es sozusagen das Doppeltop gegeben. Da läuft der Markt momentan auch sehr, sehr schön runter. Und das zeigt uns einfach, der Markt findet dort keine Käufer mehr. Und da gehen wir eher die Unterseite ein. Und da wird es jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant zu schauen, was passiert denn hier unten unter dem Zwischentief. Ne? Also diese weiße Kerze hier ist momentan der Außenstabbereich. Das ist das sage ich mal, letzte Trendtief aus dieser Aufwärtsbewegung hier. Und das schauen wir uns mal kurz im Stundenchart an, beziehungsweise zunächst mal der Blick in den 4-Stunden-Chart. Da kann man es auch schön sehen, dass hier diese Marke doch durchaus interessant gewesen ist. Und dieses Level, dieser Bereich hier natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich untergeordnet war. Es ist ein untergeordneter Auffangbereich hier, sehen wir schön in den 4 Stunden. Wenn wir hier mal in die Stunde umschichten wollen, sehen wir das auch sehr, sehr schön, dass hier der kleine Trend, der sich hier dann nach oben entwickelt hat, auch aufgesetzt hat. Und da kommt es jetzt natürlich sehr, sehr stark darauf an, wie der Markt sich weiterentwickelt, ob wir jetzt hier sozusagen nur Luft holen, um dann das Widerstandslevel oben rauszunehmen oder aber ob wir das, was dann auch Trend verbunden sozusagen wäre, ob wir hier jetzt den Start einer Korrektur sehen, der wäre dann natürlich so zu sehen, Anlaufpunkte nach oben suchen, das wäre natürlich erstmal hier dieses Trendbildungslevel ganz grob um die Marke von 0,88, naja 86, 85, was haben wir hier unten, 85, da haben wir das Tief. Hier an dieser Stelle, da ist der Abwärtstrend entstanden. Wartet mal, das lasse ich euch auch gleich mal noch mit einzeigen hier. Da lege ich auch mal das MTO in Live rein. Und da sehen wir, da ist der Abwärtstrend entstanden. Und dieser Abwärtstrend auf der Stundenbasis führt sozusagen in Richtung des übergeordneten Tagestrends. Ja, Leute, und damit sind wir halt wieder in der Situation, dass wir hier Abwärtskorrektur und dann haben wir den Abwärtstrend gehabt, dass wir da richtungsführend sind und wenn es hier unten drunter und das Zwischentief geht, dann haben wir echt gute Chancen, zur Unterseite rauszulaufen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Situation. Und was wir hier an dieser Stelle auch konstatieren können, wir haben schöne planbare Anlaufbereiche zur Unterseite. Hier müssen wir nur mal schauen, an welchen Stellen gab es denn sozusagen hier Anlaufpunkte auf der Unterseite. Wo sind Kaufbereiche, die wir sehen, wo dann die Absicherungsorders der Händler auf der Long-Seite liegen, weil die gehen natürlich irgendwann raus und nehmen
Gewinne vom Tisch oder sichern die Risiken ab. Und das sind immer schöne Bereiche, hier die Zwischentiefs, beziehungsweise hier die Wendebereiche. Aber wenn wir uns mal auf die Zwischentiefs fokussieren wollen hier an dieser Stelle, dann haben wir halt die Marker grob wirklich nicht auf den letzten Pips nehmen, sondern hier grob die Marke von hier in diesem Bereich 0,8822, hier 0,8775 und hier unten das Zwischentief bei 0,8758 in diesem Bereich rum. Das ist schön zur Unterseite zu sehen. Das passt hier mit Blick in US-Dollar, Schweizer Franken. So, hervorragend. Christian, du bist wieder zu spät. Mal wieder, kein Problem. Dein Lieblingschart ist übrigens auch schon besprochen worden, UK 100. Spul mal ein bisschen zurück, habe ich ganz ausführlich ganz am Anfang besprochen, weil ich den auch auf der Uhr mit hatte. Da hast du ja gestern auch eine Frage zugestellt. Das ist also auch schon durch. So, jetzt haben wir es genau 9 Uhr. Wir hauen mal noch einen Blick auf den DAX, weil der wartet natürlich heute auch gespannt auf das, was kommt. Und dieses gespannte Warten sehen wir momentan auch ganz klar in den Charts hier. Wir haben einen Schwankungsbereich ganz grob hier oben um die 14.000 auf der Oberseite. Ne? Und dann hier unten, Moment, ich ziehe es mal kurz rauf hier, grob, aber wirklich nur ganz grob der Schwankungsbereich hier um die, naja, man kann sagen knapp 13.875. Da schwankt so ein bisschen hin und her und da sehen wir, da ist relativ wenig Bewegung mit drinnen. Und was wir halt auch sehen ist, dass dieser, sage ich mal hier, der Abwärtstrend, den ich hier in Blau auch markiert hatte, dass der weiterhin auch da ist. Ne? Wir bewegen uns weiterhin in diesem Abwärtstrend und von der, sage ich mal, Verortung, an der wir jetzt stehen, geben sich für uns natürlich dann auch zwei Chancen. Nummer eins wäre natürlich, die Unterseite weiter zu beleuchten. Das wäre dann quasi genau das, was wir hier hätten, dass wir hier sozusagen weiter entsprechend den kleinen Trend hier nach unten fortführen. Das wäre mal die erste Geschichte, Nummer 1. Die zweite Geschichte, die wir hier allerdings hätten, wäre das Positivszenario. Und zwar, dass wir hier den Schub nach unten bekommen haben und sich hier unten ein höheres Tief gebildet hat. Und wir dann die Chance haben, hier oben die Marke von 14.000 wieder zurückzuerobern. Das wäre dann das positive Szenario, das Long-Szenario. Das ist das, was wir im DAX auf der Uhr haben und das ist das, was wir hier auch brauchen. Für die kurzfristigen Intraday-Trader, für die ist es natürlich auch interessant, die kleinste Range hier zur Hilfe zu nehmen. Und die kleinste Range ist das, was wir hier sehen. Das heißt, der Schwankungsbereich hier, ganz grob mal nur anskizziert, also dieses Level hier, hier und hier, das ist so der Schwankungsbereich. Und wenn wir uns das mal jetzt in den 5 Minuten anschauen wollen, da sehen wir, dass der Markt da so ein bisschen hin und her schwankt. Und wenn wir hier tatsächlich dieses Tief unten rausnehmen, was wir jetzt gerade auch tun, ja, also wieder mal noch ein bisschen Action sozusagen hier zum Handelsstart, dann haben wir auf der Unterseite natürlich ein paar Anlaufpunkte. Das wäre zunächst einmal hier dieser Punkt, der jetzt schon mal die Marke von 13.900, der nach unten weggelupft worden ist. Und dann im kleineren Bereich, wenn wir das weiter nach unten spielen wollen, hier drüben haben wir Anlaufbereiche aus dem 5-Minuten-Chart, wo wir hier den Aufwärtsschub gesehen haben, die Marke von 13.900, knapp 93 in etwa. Und dann hier das kleine Swing-Low, was wir da haben, um die Marke von 13.800, knapp 80 Zählern. Das ist das, was wir hier haben, wo es der Markt immer mal so ein bisschen versucht. Und das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist einfach mal ganz klar der Bruch nach unten. Hier haben dann die Orders gefehlt, jetzt geht es sofort wieder hoch. Und wer hier noch ein bisschen mehr Action haben will, schaut sich das Ganze mal im Minutenchart an. Und da sehen wir halt auch die trendige Verortung. Hier sind wir im Trend nach oben, nach unten rausgelaufen. Jetzt korrigiert das Ganze. Und wenn sich das dann wieder nach unten fortschreibt, das heißt, der Markt dann entsprechend, Moment, wo ist mein Zeichentool, hier an dieser Stelle, dass wir hier einfach dann nach unten laufen. Das ist dann die Action, die es hier an dieser Stelle gibt. Das heißt, hier im Kleinstbereich, ne? Also hier, da hat sich die Abwärtssequenz gebildet, aus der Auswärtsphase raus. Hier ist der Abwärtstrend entstanden in der Minute, ja. Und dann sehen wir, wie hoch auch die Schwankungen sind. Und wenn wir jetzt sozusagen hier die Korrektur sehen und dann wieder rumdrehen, wäre das dann die Fortsetzung. Und das wäre genau das Szenario, was wir brauchen, wenn wir sehen wollen, dass der Markt auch nachhaltig unten drunter durchbricht und nicht nur lupft. Wenn er das nicht macht, wenn er nur drunter gelupft hat, dann haben wir wieder das Hin- und Herschwingen innerhalb der Range. Das ist das, wo man schön hinschauen kann. Also es ist sehr, sehr spannend, auch wenn wir momentan hier nur sehr, sehr wenig Bewegungsschwankungsbreite haben. Die Gründe dafür hatte ich vorhin in der Einleitung schon gegeben. Also alles
im Normalbereich hier an dieser Stelle. Es bleibt hochspannend und wir haben immer wieder wirklich richtig, richtig schöne Trading-Chancen hier auf der Uhr. Und das Ganze machen wir natürlich morgen früh auch wieder. Wunschmärkte habe ich keine weiter. Das heißt, alles klar, das passt wunderbar. Danke für die Zeit heute Morgen. Auch all diejenigen, die die Videos im Nachgang schauen, danke für die Zeit. Das bedeutet mir wirklich auch sehr, sehr viel, weil ich weiß mittlerweile durch die Rückmeldung, ich gebe wirklich viel, viel Input, wo der ein oder andere schöne Trades raussuchen kann. Dafür bin ich da, dafür machen wir das. Und schaut euch gerne mal die Konditionen bei Tickmill an. Vergleicht die mal mit eurem Broker, den ihr an dieser Stelle habt. Da werdet ihr sehen, sehr kompetitiv, kann man gut und gerne zum Trading nutzen. Mit super Vorteilen. Und natürlich die Ausführungsgeschwindigkeit, das Thema Requotes, das sind Sachen, die immer eine sehr, sehr große Rolle spielen. Gut, hier haben wir es und damit schmiert der DAX im Kleinen schön nach unten ab. Damit verabschiede ich mich für heute in der Short-Sequenz im DAX. Danke allen, einen erfolgreichen Trade bzw. Trading-Tag. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Tschüss.